Liebe Anwesende, nicht nur die Berliner exiliranische Gemeinde, aus ganz Deutschland sind Iranerinnen und Iraner hier, aber auch Unterstützer und Unterstützerinnen aus Deutschland, solche, die helfen, Solidarität zu praktizieren und es den Menschen in Camp Liberty etwas leichter zu machen. Von hier aus die herzlichsten Neujahrsgrüße und Wünsche zum Frühlingsfest nach Camp Liberty. Wir vergessen euch nicht. Wir haben heute Abend angesichts des Frühlingsfestes gemerkt, was in der iranischen Kultur steckt. Und ich möchte Sie wissen lassen, je länger ich in diesen Gruppen Mitarbeiter arbeite, desto besser dringe ich ein in Ihre Kultur. Und eines möchte ich Sie wissen lassen. Es war in Camp Ashraf für uns bereits ein Beispiel. Die iranische Kultur ist, die stärker ist als die Unkultur der Unterdrücker. Ich gebe zu, der Vergleich hinkt, aber als ich heute Abend ihren Komponisten und Dirigenten mit seiner Begleitung hörte, war ich doch eben erinnert an Camp Ashraf. Das Orchester, die Kultur, die entwickelt wurde, inmitten einer Flüchtlingssituation und die nicht nur wichtig war für die Bewohner von Ashraf, sondern für die Umgebung, die sie gleichzeitig mitkultiviert haben, fruchtbares Land oder die Dürre in fruchtbares Land verwandelt haben, wie sie auch von ihren Kenntnissen an andere weitergegeben haben. Wir wurden überzeugt, die Menschen werden nur frei, wenn sie Camp Ashraf verlassen und möglichst schnell in andere Länder kommen. Das war gar nicht die Absicht. Wir hätten sie ja gleich von Camp Ashraf freigeben können. Hätte Maliki tun können und alle anderen? Nein. Und dass bisher so viel Widerstand geleistet worden ist, das verdanken wir diesen Freiheitskämpfern im Ashraf, später Camp Liberty, und denen, die von hier aus diesen Freiheitsgedanken und den Befreiungsgedanken nicht aufgegeben haben. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, ohne die vielen deutschen Europäer, Ex-Iranerinnen und Ex-Iraner, auch Amerikaner und Kanadier, wären wir nicht mal so weit, wie wir heute sind. Sie befreit zu haben von dieser Schmach, sie seien alles Terroristen und gefährliche Menschen. Das ist Anwälten und unterstützenden Menschen zu verdanken. Die Mehr geht immer noch um, auch in unserem Land, aber rechtlich untersagt. Auch vom höchsten Bundesgerichtshof in den USA. Das hätten wir ohne den Widerstand vieler, vieler, vieler nicht geschafft. Und das Gleiche möchte ich Ihnen sagen von den verschiedenen parlamentarischen Kräften im Europaparlament. Zunächst hatten sie alle kein Gehör. Und da sind immer noch welche, die sagen, also hört diese Leute doch nicht an. Aber eine Mehrheit im Kongress und Senat hinter den Menschen in Ashraf und Liberty steht. Erleben wir auch in Europa aus den verschiedensten Parlamenten, den skandinavischen, den südeuropäischen und mitteleuropäischen, sie treten ein,
für die Freiheitsbewegung der Iraner in Camp Liberty und außerhalb. Das ist ermutigend, möchte ich Ihnen sagen. Zu Recht sprechen wir von einem Gefängnis und nicht von einem Schutzraum für die dort Lebenden. Wenn ich dies hier sage, dann muss ich heute noch mal erklären, wir müssen Druck machen, dass das erfüllt wird, was entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention der berechtigte und gerechtfertigte und anerkannte Schutz der Menschenrechte dieser Flüchtlinge sind. Und ich kann Ihnen nur noch mal versichern, dort, wo die Menschen von unten wie Graswurzeln in der Bürgerbewegung so viel Druck machen, dass das oben nicht mehr ausweichen kann, setzen wir was durch. Und dazu möchte ich heute am Tag des Frühlingsfestes ganz heftig aufrufen. Wir brauchen viel Unterstützung, täglich mit großem Widerstand. Bunker, kleine Zahl noch bisher, verglichen mit den großen Zahlen, die dort waren, wieder in Liberty reinzubringen. Jeden Tag neu kämpfen. Aber es sind wenigstens bestimmte Anfänge zum Schutz wieder da. Und ich muss Ihnen sagen, bisher waren sie schutzlos, sowohl den neuen Thermoraketen, den ungeplanten Angriffen ausgesetzt. Und ich füge in meinem abschließenden Teil noch hinzu, weil sie wirklich unterwegs ist, Schutz zu suchen für diesen Menschen im Ausland, vorzudringen bei UNO und UNAMI und nicht aufgibt in ihrem Engagement mit Frauen und Männern mehr zu erreichen. Wenn wir sie nicht unterstützen, verraten wir gleichzeitig die gesamte Freiheitsbewegung. Das, was Sie in den 14 Thesen lesen und was Sie gleich von ihr hören werden, hat mich eines anderen belehrt. Ich wollte auch wissen, wer sagt eigentlich die Wahrheit, Frau Rajavi oder Herr Kobler? Und ich bin zu dem klaren Erkenntnis gekommen, Frau Rajavi sagt die Wahrheit. Und sie ist mit ihren Frauen und Männern eine Kämpferin für ein befreites Iran. Lass wir nicht aufhören, sie zu unterstützen. Und ich muss Ihnen sagen, dreimal das Nein, das wird nicht geschehen, stärkt in mir den Widerstand und das wird doch geschehen. Das heißt, nicht aufgeben, dranbleiben, nach jedem Scheitern wieder aufstehen. Und das nehmen wir uns heute vor. In Ihnen steckt so viel Dynamik, so viel Energie, so viel Lebensfreude, dass ich überzeugt bin,